Herzlich gegrüßt und willkommen zurück zur 8. Folge. Ja, und wie ihr seht, Regen. Ich war so ein bisschen der Meinung, dass das Wetter noch gar nicht implementiert ist, aber Klassik basiert ja auf der WoW-Version 7.3.5. Zumindest ist das mein Stand. Kann sich natürlich schon geändert haben, dass das mittlerweile nicht mehr so ist, dass durch die ganzen Updates und Gruppenfinder und so, der ja dann, was alles so später kam, bis Burning Crusade, ne, Dungeon Browser, weiß gar nicht, inwieweit der nachher funktioniert, ob das wirklich so ein akzeptiertes Hoodie hier ist, ne, als Komfortfunktion, aber wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall, es gibt schon Wetter. Das gibt es nicht in allen Gebieten mit Regen. Es sind also nicht, soweit ich zumindest das mich erinnern kann, existiert das nicht überall, aber im Wald von Invil auf jeden Fall. So, zum Überblick der letzten Folge. Wir waren ja hier am Waldrand und dann nachher hier habe ich den Sammler, so hieß er glaube ich, der Sammler, den Ring abgenommen. Und dann haben wir hier nachher gleich die Quests zu erledigen. Ich war in Goldhain und in Stormwind einmal die Berufe upgraden. Ne, wie gesagt, hier ist nicht viel passiert. Kochkunst auf 20, Schmiedekunst auf 75. Da habe ich den Gürtel dazu. Ne, gibt auch 6 Kupferbarren. Ne, hier das Geselle, dass es bis 75 geht. Ab 50, nee, ab 60. Gibt es dann leider erst Bronze und Zinn, glaube ich, Bronzeflöten, wie auch immer, ne, mit Kupfer und Silber und so weiter. Steigert man nicht durchs Flöten unbedingt, sondern halt durchs Abbauen. Ansonsten habe ich alles soweit verkauft und bearbeitet. Ich habe dann noch einmal mir hier einen rauen Gewichtsstein im Inventar behalten. Den können wir gleich mal, wenn wir zu unseren Quests gehen, benutzen, erhöht den Schaden um 2, immerhin besser als nichts. Und die Robe, die gedroppt ist, habe ich ins Optionshaus gesetzt. Und siehe da, sie wurde per Sofortkauf gekauft. Anzahlung waren 44 Kupfer. Wir sagten, ja gut, okay, ich habe sie für 1,99 bieten reingesetzt. 4 Silber Verkaufspreis, wie ihr seht. Erhalten wir 4 Silber und 24 Kupfer. Das ist doch mal stark. Wie gesagt, es hat ein bisschen was gekostet. 10 Silber hat allein schon der Kettengürtel, glaube ich, gekostet. Oder war es der Geselle? Irgendwas war relativ teuer von den Dingen. Ja, den Rest habe ich auf die Bank gepackt. Wie gesagt, doppiges Lieferung habe ich angenommen. Das ist hinten im Zwergendistrikt. Das ist ein Quest, man soll einmal nach Loch Modan das Päckchen abgeben. Da gibt es auch Quests, starten allerdings so um Level 13, 14. Wäre auf jeden Fall eine Alternative, wenn wir in Westfall fertig sind, weil Westfall ist ein relativ kleines Questgebiet. Beziehungsweise, da macht man nicht so viele Level gut. Zumindest war das so früher der Fall. Mal gucken, wie das hier so ist. Also mit Level 17, 18 geht man da schon wieder raus. Wir müssen hier einmal die Patrouille machen. Dass der das Quest droppt. Ein Drop-Quest fehlt uns ja leider noch. Von den Banditen. Ja, jetzt muss ich mal überlegen, habe ich alles erzählt? Ich glaube ja. Wie gesagt, Gold gemacht, Silber gemacht. Alles geupdatet, was geht. Ja, ich habe nochmal reingeguckt. Ich habe natürlich mich verskillt. Den soll man gar nicht nehmen, die Segnung. Da lag ich falsch. Ich dachte, man nimmt beide auf Vergeltung. Aber ehrlich gesagt ist das Mana nachher total wurscht. Das liegt jetzt eher an unserem Equipment, dass wir kaum was mit Stats haben. Und wie gesagt, das ist alles noch grau und weiß. Komplett. Ja, der Fehler lag bei mir. Also nicht hier die Punkte reingeben, sondern einfach nur in verbesserter Segen der Macht. Den Rest dann in die verbesserte Aura und hier dann
beides. Bei Heilig für den Start. Ja, gut. Das kann ich aber leider hier in Goldheim nicht ändern. Das geht nur in Stormwind. Wie gesagt, in Goldheim ist ein reiner Lehrer. Der einfach nur die Zauber anbietet. Nicht mehr und auch nicht weniger. Na komm her, Wölfchen. Ich brauche noch ein bisschen Fleisch von dir. Und alles andere mit Talentpunkte verlernen geht dann nur in Stormwind. Sollte auf unserem Level normalerweise nichts kosten. Später ist es ein Gold oder sind es anfangs kann es auch durchaus möglich sein, dass es 10 Silber sind und sich dann, je nachdem wie häufig man das macht, steigert. Aber meine Erinnerung sagt, es ist ein Gold, früher oder später. Aber jetzt werden wir es schon früh genug erleben. Oh, das war ja eine kleine Gruppe Ader nur. Das mal wieder beiseite legen. Ich glaube, das war nicht zu hören. Smartphone liegt da hinten. Sonst liegt das hier immer neben mir. Falls irgendwie eine WhatsApp reinballert. Naja. Aber ich wollte unbedingt noch eine Folge aufnehmen. Und zufälligerweise regnet es dann auch noch. Was nochmal so cool ist. Wir brauchen noch ein paar Mobs. Weil wir das Fleisch benötigen. Für unsere Kochkunst. Ich will die gerne so auf jeden Fall bis 50. Wäre schon cool, dass wir Kochkunstgeselle sein dürfen. Der hat natürlich gar nichts. Und natürlich benötige ich die Erfahrungspunkte, ne? Verständlicherweise. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Ja, so ein bisschen der Wermutstropfen, ne? Ich habe es ja die letzte Folge auch so genannt, ne? Laufen und so weiter. Die Wege hier sind natürlich ein Graus so ein bisschen, weil man sehr viel in die Ecken muss. Also wie gesagt, das hier geht noch vom Weg her, aber bis hier hinten ist, ja, man kann schon fast sagen, doppelt so weit. Beziehungsweise so grob, ja, vielleicht ein Drittel weiter. Es ist halt leider nicht so schön. Aber es geht nicht nur uns so. Wie gesagt, Teldrassil ist wenigstens ein bisschen geknubbelt, aber dafür ist das Gebiet kreisförmig und nicht länglich. Also wenn man das hier in einen Kreis verwandeln würde und Stormwind ein bisschen an die Ecke klatscht, dann ist das schon ungefähr gleich groß. Dann Moro ist ja ähnlich die Größe. Und ja, wie gesagt, das ist halt, es geht halt nicht nur uns so. Es gibt ja auch nur drei Startgebiete. Gnome und Zwerge teilen sich ja ihr Startgebiet. Genauso wie Orks und Trolle sich das Gebiet teilen. Gut, biegen wir ab. Einmal unseren Buff aktualisieren und dann müssen wir jetzt Wölfe kloppen. Einmal junge Waldbären und Streuner. Ich hoffe, dass Streuner nicht Streuner heißen. Aber ich befürchte es. Weil dann könnten die auch südlich sein. Aber das sehen wir gleich. Oh, ein Schrotgewehr. Es gibt nochmal ordentlich Silber. Jo, das war der falsche Wolf. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um die Bärchen. Junger Waldbär, die gibt es auf jeden Fall hier überall. Und die Wölfe müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen woanders hin. Aber wir gehen erstmal den Fluss hoch. Da müssen wir die vermisste Wache suchen. Die leben aber beide nicht mehr. Die wurden wortwörtlich aufgegessen. Aber das werdet ihr gleich sehen. Falsche Richtung. So, nur daran erinnern, die eine war auf jeden Fall hier. Ich weiß noch jetzt nicht, ob links oder rechts. Ach, komm schon.
Nicht mal Kupfer davon abbauen. Hat er wenigstens? Nein, hat er natürlich nicht. Nur die Hasenpfote. So, der Steinhügelsee. Ja, und hier sind die Überreste. Das Schild liegt noch. Ein paar liegen. Und wir drücken Quest beenden. Durchsucht das Murlockdorf nach Rolf oder nach Anzeichen seines Todes. Das Murlockdorf liegt auf der Seite. Das hier müssen wir nachher hin für unsere Palla-Quest. Und ich glaube auch die Priester. Und dann wird es schon eng beim Jäger. Weiß ich gar nicht, was der Menschjäger... Ich habe nie einen Menschjäger gespielt, also nie im Leben. Oh Gott, nein. Mensch und Jäger passt für mich nicht zusammen als Rassen-Klassen-Kombination. Da bin ich raus. Deswegen kann ich euch leider nichts sagen. Wo der hier sein Rassenquest hat. So ist das gerade. Beide in den Level 9 und 10. Das wird knapp werden. Jetzt gibt's einen Heiltrank. Ich brauche auch keinen mehr. Puh. Okay. Ja, langsam wird's uns ein bisschen schwieriger, zwei gleichzeitig zu besiegen. Vor allem, wenn sie auf Level 9 und 10 sind. Ja, liegt natürlich auch am Equipment. Was halt noch nicht sehr gut ist. Da habe ich mit meinem Magier mehr Glück gehabt bisher, was Equipment angeht. Oh, halt. Zu spät. Gut, ich gebe mein Bestes. Das war jetzt nicht gewollt. Ich wollte eigentlich nur einen von beiden. Natürlich heilst du dich. So, ich weiß schon natürlich. Na komm. Ah, das geht schon ein bisschen besser. Wir haben irgendeinen Umhang gesammelt. Einen Gesellenumhang, immerhin zwei Rüstungen mehr. Das ist doch was Feines. Hasenfote kann weg. Muscheln bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie viel die bringen. Ich hoffe, es ist dieses Dorf hier gemeint. Ja, natürlich. Das ist das richtige Dorf. Komm her, Kleiner. Ah, die Crits sind schon nicht schlecht. 39. Aber trotzdem... Die ersten grünen Teile, das wird... Das wird schön werden. Noch haben wir... Nichts Grünes. Oh, ein Malachit-Rolle des Schutzes. Wollte den hier anwenden, übrigens. Malachit verkaufen lohnt sich da nicht wirklich. Da ist das Auktionshaus hier von überflutet. Gibt es ausreichend? Ich hätte mich mal heilen sollen. Hält der sich natürlich. Ja, komm.
Ist jetzt nicht perfekt, den kurz zu stunnen, aber passt schon. Kommt ein Ork mit einem Papagei auf der Schulter in eine Bar. Sagt der Schankkellner, habt ihr denn den her? Sagt der Papagei, Durota, die gibt's da überall. Ah, da hinten liegen die Knochen. Okay, dann gehen wir einmal rum. Das ist einfacher, sich jetzt hier durchzuprügeln. Da steht zwar eine Truhe, aber... Ich denke, das können wir verkraften. Das Ganze ohne Truhe. Oh, halt, 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 von hinten. Ich habe ich jetzt nicht gesehen. Ach ja, ist das schön, mit einem Spaten auf die Murloc zu hauen. Oh, ich hätte gern wieder einen Hammer. Achso, heilen, unterbinden. Zack. Dann trinken wir mal noch was. Dann den. Und dann gehen wir einmal aus und wie gesagt, die Truhe. Ja, würde gehen. Da stehen jetzt so zwei. So ist sichtbar. Ich weiß nicht, ob dann auch ein dritter kommen würde. Also es wäre machbar, die Truhe zu holen. Aber man muss ja nicht alles haben, ne? Das überlege ich mir gleich noch. Oh ja, der war gut. Aber so sehr entwickeln sich die Kämpfe, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne? Wenn ihr mal überlegt, die ersten 3-4 Folgen, wie wir da die kleinen Mobs und den Anfang da in Goldheim, wie wir das alles weggeschnitzelt haben. Und dann so peu à peu, ne? Kommt jetzt die Schwierigkeitskurve. Und ein Mensch Magier in der... Oh, noch eine Donnerbüchse. Und ein Mensch Magier in der Ferne. Dann haben wir hier gleich ein bisschen mehr Platz, aber Respekt, dass der mit Stufe 8 hier schon rumläuft. Diese Murlocs sind aber auch erschreckend schlecht zu sehen. Grün in Grün. Also ja, es ist natürlich ein helles Grün, aber wo der hier aus diesem Lichtbereich, ja, das der kleine Nachteil bei dem Regen, man hat immer noch die Schatten sehr stark. Aber das passt schon, ne? Hier schon läuft übrigens die Streuner rum. Also hier auf der Seite, die wir benötigen. So. Naja, und Holz müssen wir auch noch sammeln, wo ich hier gerade die Holzdinger da am Baum sehe. So, Quest beenden und die Medaillons sind zurückzubringen. Na komm her. Ja, danke schön. Mich gewundert, wenn er alleine kommt. Wenn ich nicht verfehlen würde, wäre das Ganze noch ein bisschen einfacher. Ich habe eine zwei Heiltränke schon. Und so stehe ich hier und warte, dass der Murloc umkippt. Mensch, hier droppt aber was.
Wenn auch leider nichts für uns. So, dann gucken wir in die Truhe rein, ob die nicht schon geplündert wurde. Nein, das sieht gut aus. Waldpilze. Kann ich die wieder reintun? Nein. Leider nein. Ah, schade, sind Dinge, die wir nicht unbedingt. Und die Muschel ist nur 6-fach deckbar. Na klasse. Was schmeiße ich raus? Den. Leder weiß ich gar nicht, wie viel das bringt. Also Respekt an den. Ah ne, jetzt ist es ein Paladin, muss ich jetzt sagen. Der tötet die Streuner schon. Also hier hinterm Dorf sind so auch relativ viele Streuner zu finden. Da gibt es natürlich auch noch weitere Quests. Das aber zum späteren Zeitpunkt. Wir machen nochmal das bisschen, was uns so entgegenkommt, Richtung Questgeber. Oh, natürlich dem ersten ausgewichen. Sowas liebe ich, ja. Ja, es wird ein bisschen lästig. Also junge Waldbären finden wir auch hier unten. Aber alles so östlich des Flusses eher gelegen. Ah, endlich sehniges Wolfsfleisch. So, die Kupferader ist wieder da. Waren wir lang genug abwesend? Witze unter Wasser funktioniert natürlich nicht. Weil, wie ihr seht, hier drüben sind graue Wölfe und keine Streuner. Aber nur muss der natürlich auch noch herkommen. Wie eben. Na, immerhin hat er Fleisch dabei. Also voll im Inventar. Ein Platz nur noch. Gut, der Fangzahn kann weg. Bringt eh nicht viel ein. Was war denn der? Auch noch ein Kupfer, okay. Ah, ich gehe jetzt nicht zurück. Macht nichts. Können wir später immer noch machen. Wir sind nämlich schon fast wieder am Ende der Folge angelangt. Gehen wir davon aus, dass er uns dann zum Holzfällerlager schickt. Mal sehen. Oder ob das erst Grüße. Kommt, wenn wir den Grenzschutz erledigt haben. Ziehe den Ehrenfreund. Nein, Goldhain. Natürlich, wo auch sonst. Gut, ja, wie gesagt, das ist dann die nächste Aufgabe. Dann werde ich auch vor der Folge hier hinrennen. Und dass wir nicht wieder diesen ewigen Fußmarsch bildlich festhalten müssen. Gut, dann machen wir jetzt mal unser Equipment leer. Wir dürfen hier 3 Punkte weiterschreiten. Da werden wir hoffentlich noch ein bisschen mehr kriegen. So, ach. Reicht das überhaupt mit den Erfahrungspunkten? Was sagt der? Nee, da oben muss ich nicht hin. Aber ich glaube, so viel Erfahrung gibt das Quest nicht, oder? Seid gegrüßt. Oh, doch. Ha. 1050 Erfahrungspunkte. Und Storm, wenn die Rüstungsgutschein und wir kriegen natürlich nichts. Seid okay, vorsichtig. Dann muss ich nach Stormwind. Und dann geht's hier rein. Ja, ein Rüstungsgutschein und es gibt Leder oder Stoff, ist natürlich für uns ein bisschen schade. Aber gut, damit kann ich leben. Dann gehe ich offscreen nach Stormwind hoch, dafür passt ja nicht viel. Dann kann ich dir einen Talentpunkt zurücksetzen, weil dann mache ich das vernünftig. Ich skill lieber gleich so, wie man skillen soll und nicht, man soll erst bis Level X da skillen und dann ab Level 30, 40, keine Ahnung, muss man umskillen und nee, danke. Ich habe das lieber so gleich, wie man es auf Level 60 haben sollte. So habe ich das schon immer gemacht. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Da schreibe ich niemandem etwas vor. Oh, das war gut. 75. Dann können wir auch das upgraden. So, reparieren. Was können wir denn Schönes? 5 raue Schleifsteine.
Das dauert immer eine Weile. 4 Sekunden. Zack. Sind wir auf 40. Jetzt was Neues bei 40. Was kann ich für euch tun? Reitkolben, Akt, Schwert, Klammer, Deutsch, runenverzierte Kupferstulpen. Die nehmen wir mit. Schönen Tag auch. Der braucht bestimmt irgendeinen. Nee, doch nicht. Nur die Schleifsteine. 73. Das ist leider nur ein Punkt, ne? 3 Punkte. Die Hosen. Ah, haben wir immer eine Hose, ne? 4, das bringt nichts mehr. 8, komm. 3 Stück, 3 Punkte. Wie gesagt, es geht hier erstmal nur um Skillpunkte, Skillpunkte, Skillpunkte. Und wir können eine Hose davon anziehen. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Braucht ihr Hilfe? Ich weg. Ich anziehen. Zack. Im feinsten Kupferfarbend. Für die Allianz. So, zumachen. Jetzt wieder auf. Dann sind wir damit leer. Hallo. Zweitaxt ab 45 gibt es dann 2 Stärke, 2 Ausdauer. Das ist natürlich nicht so schlecht, auch wenn wir häufig Stärke und Int brauchen. Was auch eine schwierige Kombination wird. So, dann gucken wir. Das kann weg. Der Malachit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob irgendwas ein Malachit braucht. Ich könnte es hier jetzt natürlich nachgucken, aber. Ach, ich packe ihn auf die Bank. Ich muss der Inner Stormwind. Die haben wir an. Bauerschleifstein wird behalten. Die 2, die bringen nicht so viel im Auktionshaus. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ja, dann haben wir die erste magische Grenze. 50 Silber. Mal gucken, wie lange sie bleibt. ja, wie lange wir davon was haben. Gut, dann gucken wir traurig gen Regenwetter und auf das Gasthaus. Ja, das soll es gewesen sein für die 7. Folge. Und auch für diese Woche, jetzt die nächsten Tage, werden keine Videos erscheinen. Wenn Folge 8 kommt, dann ist es sowieso egal, was ich jetzt gerade erzähle. Aber ja, für diese Woche habe ich ja sehr viel erreicht. 6 Folgen müssten hochgeladen gewesen sein. Ja, freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich so viel Zeit und Lust und Bock hatte mit meinem Paladin. Und ja, dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play WoW Classic. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Hat einer ein Level ab? Es regnet hier schön und ja, beim nächsten Mal wieder sicherlich bei Sonnenschein hier im Wald von Elwyn. Und dann danke ich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ehre.